Aber okay. Dann schauen wir mal, was da drin so wartet. Hallo, Vorratsschuppen. Byzantinische Münzen, um den Ausrüstungstechniker von Trinity-Objekte abzukaufen. Gedrückt, um sie zu kaufen. Um Objekte... Okay, also ich hole mir als erstes natürlich jetzt diese Münzen, die da unten irgendwo sein müssen. Vielleicht hier irgendwo versteckt. Haha, entdeckt! Zack, Alter, gleich 7 Stück. Schauen wir mal, was da so zu kaufen gibt. Hoffentlich jetzt nicht Seilpfeile oder sowas, weil das wäre ja gemein. Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert, sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Safe, Digga, safe. Kriegst du alles von mir. Ich versorg dich mit allem, was du brauchst. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren. Ich bin hier auf der falschen, verdammten Seite der Geschichte. Ja, aber so läuft es immer ab bei der Menschheit. Es hat bei den Indianern angefangen. Gegenüber in die, zu den Juden. Einfach immer dasselbe. Sodass der Feind nichts mitbekommen wird. Automat... Oh, cool. Was bist du? Steigklemmenantrieb. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Aha. Gewehrgranatwerfer. Gewehrlaserzielfernrohr. Was bist denn du? Ein Outfit aus schwarzen Tanktop, Tarnhose und taktischer Ausrüstung. Outfits können. Ein Outfit, also. Alle Waffen ab. Ah, okay. Oh ja, 175. Aber der Schalldämpfer, der ist gut. Habe ich den hier? Ach, halten. Den will ich. Gib mir den. Waffen auf. Es sind Schusswaffen, die an Waffen angewandt werden und ihr Verhalten in ihren Kämpfer ändern. Alle Schusswaffen desselben Typs bekommen einen Aufsatz, sobald sie diesen besitzen. Alles klar. Das heißt, wenn ich jetzt meine Pistole ziehe... Yes, baby! Ich hab's einfach drauf. Momentan bin ich einfach gut. Ich fühle mich echt gut gerade. Oh, falscher Knopf. Ich fühle mich nicht mehr so gut. So. Ich habe eigentlich gedacht jetzt, dass zumindest ein Messer vorhanden ist, aber scheint ja nicht der Fall zu sein. Dann wollen wir mal storymäßig ein bisschen weiterkommen. Story. Warum bin ich behindert? Behindert, behindert. Ist da irgendwo ein Feind? Egal. Hua! Wie männlich. Hua! Hua! Oh oh. Die Berichte bleiben aus. Trinity macht sich langsam Sorgen. Wir hatten Probleme mit den Einheimischen. Unser Funksystem war defekt, aber jetzt ist alles unter Kontrolle. Wenn die Situation unhaltbar wird, werden wir einschreiten. Wird sie nicht. Ich bin aus einem Grund hier. Ich wurde auserwählt. Ich werde Erfolg haben. Sorgen Sie dafür. Hey! Oh, fuck it, Alter. Scheiße. Ah ja, okay. Jetzt ausweichen. Das hättest du mal vorher machen können. Jetzt werde ich bestimmt gefoltert. Oh oh. Geht es dir gut?
Oh, Gott sei Dank. Anna, was machst du hier? Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Was ist hier los, Lara? Ich habe Angst. Es tut mir so leid. Ich wusste nicht, dass sie dich damit reinziehen. Das ist alles meine Schuld. Wer sind die? Was wollen die denn? Dasselbe, was mein Vater finden wollte. Oh nein, Lara. Ich hab doch gesagt, du sollst es lassen. Was auch immer sie wollen, gib's ihnen einfach. So einfach ist das nicht. Halte durch. Ich hol uns hier raus. Irgendwie. Aufhören. Sie hat keine Ahnung. Nein. Du gehörst zu denen. Ich glaub das einfach nicht. Du Dreck! Du konntest es nicht lassen, oder? Ich wusste, dass du diesen Ort finden würdest. Was hast du erwartet? Es muss nicht so enden, weißt du? Wir suchen beide dasselbe. Wir könnten jemanden wie dich brauchen. Du suchst einen Sinn für dein Leben. Wir können ihn dir bieten. Das soll wohl ein Witz sein. Ich habe gesehen, wie Trinity vorgeht. Ist das ein Nein? Ein keine verdammte Chance! Sag's mir, Anna. Hat Trinity dich rekrutiert, bevor oder nachdem du mit meinem Vater gevögelt hast? Ich liebte Richard. Aber er war geblendet vom Idealismus. Das hat ihn zerstört. Was würdest du mit dem Artefakt tun? Die in den Arsch schieben. Den Namen deines Vaters reinwaschen? Du bist noch so naiv. Ein verängstigtes Mädchen, das verzweifelt, wie sein Daddy sein will. Wir sind hier fertig. Nein, noch nicht. Du und ich. Stellen wir uns doch beide auf dieselbe Seite der Geschichte. Denk drüber nach, Lara. Aber ich habe einen Ventilator, ist doch Luxus. Vielleicht kann er einfach nicht anders. Ich dachte, ich wäre allein. Dachte ich auch, aber hier sind wir. Also, wie soll ich meine neue Bekannte nennen? Gar nicht. Ich bleibe nicht hier. Konstantin ist nicht sehr geduldig. Ich auch nicht. Das sehe ich. Netter Trick.
können sie uns hier rausholen. Es gibt kein Uns. Ich weiß nicht mal, wer sie sind oder wieso sie hier sind. Tut mir leid. Im Moment bin ich nicht sehr vertrauensselig. Ohne mich kommen sie nicht weit. Sie wissen gar nicht, wie weit ich schon gekommen bin. Was wissen Sie über die? Eine Sekte. Alt und geheimnisvoll. Sie sind überzeugt, sie erfüllen den Willen Gottes. Wie ich das sehe, sind die alles andere als heilig. Es sah die Wand hier. Sieht einfach so verdächtig aus. Ah, hier. Jawohl, Eck. Die suchen dasselbe wie Sie. Etwas, was wir ihnen nicht geben können. Was genau haben Sie damit vor? Ich sage Bescheid, sobald ich's weiß. Vorsichtig. Das haben Sie vermutlich gehört. Noch ja. Nicht mehr hier rauszukommen. Dann los. Nimm halt das Ding mit. So, Waffen, Munition, alles, gib mir, los. Poster, nein. Zufällig liegt da meine Oh, ein Seil! Gibt's einen Weg raus? Nein, aber ich habe vielleicht was Nützliches gefunden. Aha! Die Curve-Bogen! Neue Ausrüstung, Seil! Okay, ich schätze mal, ich habe bald ein Seilpfeil. Das würde mir ja schon sehr weiterhelfen. Vorsicht! Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ja. Entspann mal deine Vagina, du Penner, Alter. Hat geklappt. Können Sie da raus? Nein. Der stellt mir viel zu viele Fragen, Alter. Er nervt mich. Ich nehme den nicht mit. Halt. Befreien Sie mich. Ich kann helfen. Ich traue Ihnen nicht. Aber wir sind keine Feinde. Ich erkenne das. Und Sie vermutlich auch. Ich arbeite lieber allein. Ich kenne mich hier aus. Ich kenne das Land. Ich lerne schnell. Daran zweifle ich nicht. Vielleicht kann ich Ihnen etwas Wertvolleres anbieten. Ich weiß, was Sie alle suchen. Was ziemlich sicher der Fall sein wird. Halt, stopp, geh nicht weg, ich muss mich nur umschauen. Wir müssen weg hier. Die Wachen kommen jeden Moment auf ihrer Runde vorbei. Kennen Sie den Weg hier raus? Ja, ich hatte genug Zeit, diesen Ort zu studieren. So, ist hier irgendwas? Na, dachte ich es mir doch. Dass da mindestens irgendwas liegt. Unsere Invasion des Tals hat vor nicht einmal 24 Stunden begonnen. Ich hatte Widerstand erwartet und wurde nicht enttäuscht. Die Einwohner des Tals glauben, sie besiegen uns. Aber je härter sie kämpfen, desto entschlossener werde ich. Wenn sie nicht etwas beschützen würden, würden sie sich nicht so quälen. Sie würden Folter nicht so entschlossen ertragen. Sie sind Gläubige. Ich respektiere das. Aber sie stehen auf der falschen Seite. Es dauert nicht mehr lange. Eine neue, bessere Welt ist nah. So eine gequälte Propagandascheiße. Ich gehe hier nicht einfach raus, ohne mich umzuschauen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich jemals wieder zurückkomme an diesen Ort. Ein silbernes Zigarettenetui scheint im Krieg verwendet worden zu sein, was wahrscheinlich ist. Wie ein Ritter. Okay, das ist sonst nichts Interessantes. Gut. Bin ich denn eigentlich?
Was ist denn mit dem los? Hey, du! Was ist das für Zeug an meiner? Ach so, ich habe nur Giftpfeile, aha. Ist das da ein Poster? Nein. Das ist so... Das, was ich noch gar nicht verstanden habe. Poster abreißen und so. Lange genug, um zu wissen, dass Konstantin nicht aufgibt, bis er findet, was er sucht. Die göttliche Quelle. Ist sie hier? Vertrauen muss gegenseitig sein. Was ist das? Eine Geschichtsstunde. Dieser Ort hat seine eigenen Namen. Es war ein Arbeitslager. Ich habe endlich meinen Betrug aufgedeckt. Lara kennt die Wahrheit. Jetzt ergreifen mich seltsame Gefühle. Reue, sicherlich. Reue für den Teil von mir, der in dieser Folterkammer geblieben ist. Aber da ist noch etwas anderes. Ich weiß, Konstantin glaubt, dass meine Zeit bei den Crofts mich weich gemacht hat. Aber er irrt sich. Es ist keine Weichheit. Es fühlt sich eher wie neue Entschlossenheit an. Lord Croft war ein intelligenter Mann. Ich weiß, dass seine Tochter Geheimnisse hütet. Als Verbündete wäre sie unbezahlbar. Als Feindin wird sie ein großes Problem. Ich muss dafür sorgen, dass Konstantins Arroganz ihn nicht übermannt, wenn wir sie stellen. Aha. Tür, Ding, Ding. Mal erstmal alles auf, bevor ich hier... Yeah! Compoundbogen. Die Sowjets haben Gefangene hergeschickt. Als Minenarbeiter. Selbst das war nicht genug. Sie nahmen unsere Leute gefangen, entführten Kinder und machten sie zu Sklaven. Gott. Das muss schrecklich gewesen sein. Wer diese Zeit eine Zigarette brennt, hat viel zu erzählen. Das sieht nicht nach Bergbau aus. Eher wie eine Ausgrabung. Das ist möglich. Sie haben überall gegraben, wo sie Reichtümer vermuteten. Die sind uralt. Was haben sie gefunden? Das müssen Sie die fragen. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. So. Damit es auch ja nicht auffällt, dass ich was gedrückt habe. Bam, Alter. Überhaupt nicht laut. Möglichkeit haben wir, wenn wir es zum alten Bahnhof schaffen. Und was dann? Mein Dorf liegt in einem Tal auf der anderen Seite des Berges. Dort sind wir sicher. Kommando Posten 2. Letzte Heli gestartet. Das ist die Lenkung. Berichte über Probleme beim Scheiße, muss ich jetzt mein ganzes Holz verbrauchen? Das ist wohl einer dieser Laptops, oder? Kann das denn sein? So, das sind viele Gegner. So, schauen wir mal. Da ist ein Vogelnest. Das dient alles dazu, dass ich Pfeile herstellen kann. Das habe ich mir schon fast gedacht. Bleib ja in Deckung, Frau.
von und zu Kraft. So, gehen die eigentlich Patrouille an nur da oben? Okay, so, wie viele habe ich? 15. Zack. Flaschen zur Ablenkung. Aber brauche ich die überhaupt? Da hinten steht auch einer auf dem Turm. Jetzt weiß ich nicht, ob der mich sieht. Ich probiere es einfach aus. Also, ich darf ja jetzt... Ich könnte natürlich jetzt auch eine Flamme werfen. Aber dann gehen die anderen auf mich los. Was passiert, wenn ich den mit einem Pfeil töte? Checkt das jemand? Da ist auch noch einer. Boah, ich sagte schon, der landet hier oder kommt. Nee, der fliegt da hinten hin, okay. Da ist auch einer drinnen, wie man sieht. Gerade noch einer, oder? Schicken wir Leute hin und räuchern sie aus. Schon welche von Namen gesehen? Ja, als ob die Zeit stillgestanden hätte. Haben Sie irgendetwas aus den Gefangenen rausgekriegt? Gar nicht. Die haben alles versucht. Der da drüben. Rüberhupfen ist Schwachsinn, glaube ich. Schau mal, wie der sich da hinstellt, als ob der so sterben wollen würde. Patrouille 3, kommen. Alles ist ruhig. Hier ist Patrouille 3. Hört mich jemand? Scheiß Funkgerät. In den Busch, du dumme Nuss! Checkt der nicht, oder? Oh, wie dumm ist der?
Kann ich ihn so killen? Exekution mal 3. Weil ich leise töte. Das heißt, die Vorliebe, wie ich spiele, bringt mir jetzt sogar den Vorteil, mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Ist doch schön. Okay. Da liegt ein totes Tier. Keiner weiß warum. Da oben sind irgendwelche Fünkchen. Ich glaube, die kann ich sowas. Das ist madig. Die. Ah. Weiß ich nicht genau, wie ich es machen soll. Da ist einer drinnen. Okay. Was liegt denn da rum? Geht es? Kann ich den töten, ohne dass der andere das checkt? Oh Gott! Boah, harter Scheiß, Alter, ohne Witz. Wie sie einfach mal alle eliminiert, Alter. Ich weiß nicht, ob das Laptop kaputt macht, ob das Lärm macht. Anna hat die Maske fallen lassen. Sie und ich sind endlich wieder vereint. Es war schwer ohne sie in den letzten Jahren. Wenn ich schwach war, hat ihre Stimme mir immer Kraft gegeben. Wenn sie die Hoffnung verliert, erwecke ich sie neu. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mir Sorgen um sie mache. Sie ist krank, ja. Aber meine Sorge gilt ihrer Entschlossenheit. Ich fürchte, dass etwas von ihr in der Zeit bei den Crofts verloren ging. Sie muss ihre Gefühle für Lord Croft so gut gespielt haben, dass sie wahr wurden. Ich fürchte, das hat sich auf Lara übertragen. Ach, der quatscht einen Scheiß. Jacob, ich kenne einen Weg, das innere Tor zu öffnen. Gehen Sie zum Hof. Ich bin schon drin. Aha, der ist schon drin. Okay, Die Frage ist, sind das die letzten Gegner oder ist da noch irgendwo jetzt ein anderer, den ich nicht sehe? Weil dann schmeiße ich jetzt Feuer auf die. Hat mich keiner bemerkt, oder? Alter, jetzt steht sie auf. Das heißt, hier ist keiner mehr. Sehr gut. So, hier sind jetzt diese roten Laptops. Einer von 10. Aber ich schieße natürlich nicht drauf. Das ist ja Verschwendung, wenn ich da drauf baller. Die Frage ist, sind die jetzt alle hier oder nicht? Wa? Das ist so die Frage, die sich mir stellt. Ah, na. Lass fallen.
Tisch kaputt. Ist hier irgendwas? Munition. Munition ist gut. Klatsche, Alter. Fünf von zehn. Da 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 da. Bu, 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 bu. Hier ist Berek. Berek, gutes Zeug. Eine Leiche, eine Tierleiche, die ich plündern muss. Komm, mach! War da oben irgendwas? Nee, gell? Habe ich den geplündert? Ja. Lara! Und Holz mitnehmen, denn Pfeile sind immer wichtig. So, 5 von 10 Laptops habe ich. Was ist hier noch? Was bist du? Datenkorruption. Ja, aber wie weit geht das? Das ist doch die Frage, gell? Hier sind keine 5 Laptops mehr. Die würde ich ja sehen. Ehrlich gesagt. Auf den Turm da kann ich noch? Nein, kann ich nicht. Ja, okay, dann gehe ich jetzt mal in den Hof, bevor hier noch die Nippel zu hart werden vor Kälte. Ich habe Nippel gesagt. Stellen Sie sich neben den Pfosten, um eine Seilbrücke zu schaffen. Neben dem Pfosten stellen. Ah, das ist voll. Aber erstmal gucken, ob hier noch irgendwo, da ist ein Schrank. Wow. Einfach nur EP. Okay. Sonst ist hier irgendwie so nix. Ah, doch da. Haha. Hallo. Willst du mich verarschen? Na also, 6 von 10. Chillig.